Die Debatte um die Erhöhung des Bürgergeldes ist voll entbrannt. Arbeitnehmer sind verärgert. Die Leute gehen nicht zum Arbeiten und verdienen mehr Geld. Wir arbeiten alles und die halt die Bürgergeld kassieren, die sitzen halt nur zu Hause. Unternehmen schlagen Alarm. Im Grunde müssen wir uns bei den Mitarbeitern bewerben und müssen zeigen, was wir können. Passt auf den Mittelstand auf, der geht nämlich gerade kaputt. Kęstutis Lasauninkas macht Druck. Wir treffen den 32-jährigen Fassadenreiniger vergangenen Donnerstag im baden-württembergischen Horb am Neckar. Die Fassade muss bis zum Abend top sauber sein. Dafür gibt er alles, denn er arbeitet gern. Ich denke, ich bin jung. Ich kann arbeiten. Jeden Tag hier in der Firma ist fast andere Baustelle, andere Personen. Du kannst ein bisschen Sprache lernen, mit anderen Leuten kennenlernen. Und ich denke, dass ich mag das so. Kęstutis Lasauninkas verdient 17,80 Euro brutto pro Stunde. Je nach Auftragslage kommt er so auf ein Bruttogehalt von durchschnittlich 3.200 Euro pro Monat. Nach allen Abzügen und Ausgaben für Wohnung plus Nebenkosten und Heizung bleiben dem Single noch rund 1.700 Euro monatlich. Währenddessen im Innern der Lagerhalle in mehreren Metern Höhe sorgt Carol Nagy dafür, dass wir ihn gut erkennen können. Vor 7 Jahren kam der Rumäne nach Deutschland, seitdem arbeitet er als Glasreiniger. Nichts zu tun käme für den 36-Jährigen gar nicht in Frage. Heimstehen ist langweilig. Ich bin fit und kann nicht arbeiten. Warum nicht? Natürlich hat Carol Nagy mitbekommen, dass das Bürgergeld um 12% erhöht wird. Eine Lohnsteigerung, mit der er als Arbeitnehmer lieber gar nicht erst rechnet. Stört mir ein bisschen schon. Die Leute gehen nicht zum Arbeiten und verdienen mehr Geld. Also die stehen heim und machen nichts und die kriegen Geld. Carol Nagy verdient 17,80 Euro brutto pro Stunde. Je nach Auftragslage kommt auch er auf ein monatliches Bruttogehalt von durchschnittlich 3.200 Euro. Nach allen Abzügen und Ausgaben für Wohnung plus Nebenkosten und Heizung bleiben ihm noch rund 1.600 Euro monatlich. Carol Nagy und Kęstutis Lasauninkas arbeiten beim Gebäudereinigungsunternehmen Günther Ott und haben momentan gut 500 Kollegen. Mehr werden es vorerst wohl nicht werden, denn die kaufmännische Leiterin Tanja Gebhardt und Inhaber Thomas Ott finden kaum noch neue Arbeitskräfte, obwohl Mitarbeiter hier teilweise deutlich über dem Mindestlohn bezahlt werden. Im Grunde müssen wir uns bei den Mitarbeitern bewerben und müssen zeigen, was wir können, wie läuft es bei uns, was bezahlen wir, kommt der Lohn pünktlich, ja? Was gibt es für Sonderleistungen. Trotzdem wird es immer schwieriger. Erst vor wenigen Tagen stellt sich ein Ehepaar in der Firma vor, es sucht Arbeit. Anfangs haben sie hier noch ein gutes Gefühl. Wir haben denen schon einen Arbeitsvertrag vorbereitet gehabt. Die hätten am kommenden Montag bei uns starten können. Und dann kam die Absage. Also ich kann Ihnen da mal was zeigen, wenn Sie das sehen wollen. Also die schreiben dann einfach nur, dass sie eben nicht zur Arbeit kommen werden oder die Stelle nicht annehmen, weil sie lieber in den sozialen Netzwerken sitzen. Mit sozialen Netzwerken meint Tanja Gebhardt das deutsche Sozialsystem. Was denken Sie da? Das ärgert uns ein Stück weit, wenn man sieht, dass es Leute sind, die arbeitsfähig sind. Ja? Mitte September ist die Erhöhung des Bürgergeldes um 12% beschlossen worden. Wenige Tage später versuchen wir, Menschen in Arbeit zu bringen. Das Stern-TV-Experiment vor dem Jobcenter in Köln-Mülheim. Hier werden tausende Arbeitslose betreut und wir bringen nicht nur Jobs, sondern auch gleich noch einen Bewerbungsbus samt Personalchefs mit. Zum Beispiel Oliver Oetgen vom Dachdeckerbetrieb Overdach in Kerpen. Die Auftragsbücher der Firma sind voll, der Betrieb könnte rund um die Uhr Solaranlagen montieren, wenn es nur genug Personal gäbe. Wir würden, weil wir auch jetzt ein neues Standbein dazu genommen haben, tatsächlich 10 bis 15 Solateure und Dachdecker einstellen. Noch mehr große Brötchen backen möchte auch Rolf-Martin Randecker von Kleins Backstube. Die Bäckereikette mit über 100 Filialen in und um Köln hat eine Menge Voll- wie Teilzeitstellen zu vergeben.
In Köln zum Beispiel suchen wir gerade 10 Teilzeitkräfte und 15 Vollzeitkräfte. Unser Team positioniert sich direkt vor dem Jobcenter. 50 Arbeitslosen wollen wir ein Jobangebot machen und treffen Ali Attari. Guten Tag, suchen Sie einen Job? Ja, natürlich. Also, wir haben was zu bieten, entweder in einer großen Bäckereikette oder in einem Dachdeckerbetrieb. Sie können vor allem morgen anfangen. Ja, gerne. Wie wäre das? Ja, natürlich, gerne. Ja? Ali Attari erzählt uns, dass er schon seit fast 30 Jahren in Köln lebt. Er hat in der Landwirtschaft, als Koch und als Taxifahrer gearbeitet. Momentan ist er arbeitslos. Was, und das interessiert am Ende immer alle, was kann Herr Attari bei Ihnen verdienen? Ja, es kommt ein bisschen natürlich auf die Vorkenntnisse an. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Aber bei uns fängt es im Endeffekt bei 15 Euro rum an. Und es geht auch relativ schnell nach oben, weil es geht immer um die Lernkurve bzw. auch um den Willen, eben halt sich weiterentwickeln zu wollen. Ali Attari ist sich mit seinem möglicherweise künftigen Chef damals schnell einig. Für 15 Euro pro Stunde kann er zunächst Hilfsarbeiten im Dachdeckerbetrieb übernehmen. Gleich am nächsten Tag soll's schon losgehen. Zurück zum Jobcenter Köln-Mühlheim. Wir treffen damals auch Jule Tekin. Guten Morgen. Suchen Sie einen Job? Stern-TV hätte für Sie einen Job. Ja, das wäre schön. Können Sie morgen anfangen? Ja, sofort. Warum nicht? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Gut, dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Auf geht's. Jule Tekin hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und schläft bei einer Freundin. Eigentlich möchte die gelernte Friseurin damals Bürgergeld beantragen, dann aber sagt sie uns spontan einen Probearbeitstag zu. Möglichst schnell muss sich die 42-Jährige wenige Tage später zwischen Laugengebäck und Schokocroissants zurechtfinden. Am Schnuppertag darf sie auch gleich schon die ersten Kunden bedienen. Sind Sie die Neue? Ja, ich bin die Neue. Also nochmal ein Reihenbäckchen. Die hier, ne? Ja. Ja, eins. Eins davon. Dankeschön. Bitteschön. Der Schnuppertag vor etwas über 2 Monaten endet für Jule Tekin erfolgreich, mit einem neuen Job nämlich. Momentan, ich kriege Gänsehaut, also, und das kann ich nur sagen. Ja, TV Stern ist, also ihr seid wirklich unglaublich. Ich bin die Glücklichste jetzt für diesen Job. Hab Glück gehabt. Vergangenen Donnerstag treffen wir Jule Tekin wieder, allerdings vor dem Jobcenter in Köln-Mühlheim. Hallo Frau Tekin. Hallo. Die 42-Jährige hat gerade Bürgergeldunterlagen abgeholt. Weil ich nicht mehr arbeite in der kleinen Backstube Bäckerei Kleins. Aus dem Grund wegen meiner Wohnung. Ich konnte diesen Job nicht halten, weil ich keine Wohnung hatte und es war wirklich heftig für mich. Jule Tekin erzählt uns, dass sie noch immer auf Wohnungssuche ist. Sie schläft zurzeit bei Freunden oder Bekannten und manchmal gar nicht. Deswegen ist sie mehrmals zu spät zur Arbeit gekommen. Zum 30. November wurde ihr gekündigt. Also am Anfang ein bisschen Probleme mit der Kasse gehabt, aber das habe ich dann auch angefangen auch zu lernen. Die habe ich auch gelernt. Und es ging alles gut, also alles super. Nur die Wohnung ist das Problem für mich. Jule Tekin hofft, dass das Wohnungsamt das Problem möglichst schnell lösen kann. Danach möchte sie wieder arbeiten, am liebsten in Kleins Backstube. Ich bin traurig wegen den Kunden da. Ne? Die haben sich immer gefreut. Oh. Sie bringen uns hier Herrlichkeit und sie sind lustig. Und alle haben gelacht. Jeden Morgen alle lachen. Und das war schön. Ja. Auch Ali Attari soll sich beim Stern-TV-Job-Experiment im September vor einem neuen Arbeitgeber beweisen. Er möchte nicht mehr von Bürgergeld leben. Am frühen Morgen nehmen ihn die Kollegen damals in Empfang. Sie freuen sich über jeden, der mit anpackt. Die geplante Erhöhung des Bürgergeldes um 12% ist auch Thema auf der Baustelle. Manche hier sind verärgert. Wütend, würde man fast sagen. Wir arbeiten alles und die halt die Bürgergeld kassieren, die sitzen halt nur zu Hause. Kriegen eine so gesehen eine Gehaltserhöhung von 12% und die kriegen wir ja im generell als Arbeitnehmer wird das ja keiner zahlen. Als Betrieb finde ich das extrem schwierig, jetzt Leute zu motivieren für den Beruf oder allgemein
um überhaupt zu arbeiten. Ali Attari packt auf der Baustelle gleich mit an. Der Mitarbeiter auf Probe trocknet unter Aufsicht des Bauleiters den Boden, auf dem heute neue Dachplatten verlegt werden sollen. Ali, mach dich hier weiter, ja? Also Handwerkssache ist immer Spaß. Mit Werkzeuge, mit alles ist mit Feuer so richtig, alles ist Spaß. Ich liebe Handwerk, also ich will Werkzeuge. An seinem Probetag auf dem Dach kniet sich Ali richtig rein. Auch mit den Kollegen kommt er gut zurecht. Deutlich wird aber auch, dass die Arbeit auf dem Dach neu für ihn ist. Deshalb entscheidet Personalchef Oliver Oetken, dass Ali noch eine Probewoche absolvieren muss. Schön, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und heute vielen Dank. Vergangenes Wochenende treffen wir Ali Attari wieder. Aus der Probewoche oder gar einem Job beim Dachdecker ist nichts geworden. Warum? Leider wegen dem Wetter. Und das war sehr schwere Arbeit. Und immer waren wir da draußen, hat das leider nicht geklappt. Schlechtes Wetter, schwere Arbeit und ein Anfahrtsweg, der ohne Auto nicht zu machen ist. Ali Attari will sich jetzt gemeinsam mit einem Bekannten mit einfachen Handwerkerarbeiten in der Nähe selbstständig machen. Bis es soweit ist, lebt er von Bürgergeld. Geschäftsführer Oliver Oetken von Overdach muss also weiter nach geeigneten Mitarbeitern suchen. Angesichts der geplanten Bürgergelderhöhung um 12% wird das immer schwieriger, sagt er. Also der Prozentsatz ist Katastrophe, wenn man ehrlich sein soll, denn 12% Lohnerhöhung hat noch keiner der Mitarbeiter bekommen. Mein Appell an die Politik ist, passt auf den Mittelstand auf, der geht nämlich gerade kaputt. Diese Sorgen teilt auch Tanja Gebhardt vom Gebäudereinigungsbetrieb. Der Großteil ihrer Mitarbeiter wird knapp über dem Mindestlohn bezahlt. So muss sich Tanja Gebhardt im Alltag längst nicht mehr nur gegen Mitbewerber durchsetzen, sondern auch gegen das Bürgergeld. Unter anderem konkurrieren wir auch ein Stück weit mit dem Sozialsystem, klar.